Weiter bestehen und mich eines ewigen Friedens erfreuen. Vor vielen hundert Jahren wurde ich geboren. Ich kann mich nicht mehr genau an das Jahr meiner Geburt erinnern. War es 306 nach Christus oder 309? So vieles ist seitdem vergangen. Ich sehe Vergangenes. Ich weiß Vergangenes. Und ich ruhe auf Vergangenem. Ungefähr 100 Jahre vor meiner Geburt wurden bereits 4 Insulae, also quadratische römische Wohneinheiten, dem Erdboden gleichgemacht, um ein großes Palatium für eine hochgestellte Persönlichkeit zu errichten. Eine Privatperson hätte dafür niemals die Erlaubnis erhalten. Reste der Straßenbefestigung und der Fundamente der zerstörten Häuser befinden sich heute noch unter meinem Fußbodenniveau. Vielleicht residierte hier ein Procurator Provinciae, ein Amtsleiter der römischen Provinzfinanzverwaltung. Über diese ausgetretene Schwelle sind Zehntausende, vielleicht Hunderttausende von Bittstellern gepilgert. In diesen bleivergossenen Eisenpfannen drehten sich unzählige Male die Türflügel. Die Ausstattung muss prachtvoll gewesen sein. In den Hallen befanden sich grün marmorierte Wände. Die Wände in den Räumen nordwestlich der Anlage schmückten kunstvolle Mosaike. Meine Vorgängerin hatte einen achteckigen Turm, über dessen Funktion ich allerdings nichts weiß. Aber nichts ist mehr davon. Doch eine der alten Wandelhallen ist heute noch zu sehen, obgleich sie mittlerweile unterirdisch liegt. Denn viele Meter Schutt haben sich im Laufe der Jahrhunderte angesammelt. Immer wieder wurde zerstört und auf den Trümmern wieder neu aufgebaut. Denn es herrschten unruhige Verhältnisse. Die Reichsregierung befand sich ständig in Konflikten mit den gallischen Sonderkaisern. 275 nach Christus versank Augusta Treverorum bei einem der schlimmsten Überfälle der Alemannen und Franken in Schutt und Asche. Die räuberischen Horden stießen vom Mittelrhein und von der Untermosel bis an die Loire vor.
Das Palatium wird zerstört und die Notzeit nach dem Überfall erlaubt keinen Wiederaufbau. Man nutzt die Trümmer für andere Zwecke und errichtet in aller Eile und ohne große Sorgfalt Mauern für provisorische Behelfsbauten. Aufgrund des verheerenden Alemannensturms verdoppelt Kaiser Diokletian die kaiserliche Präsenz. Sein Waffengefährte Maximian wird Cäsar für das Weströmische Reich und regiert als Augustus Maximianus Herculius in Trier. Mehrere Unterkaiser unterstützen beide. Diokletian ernennt Galerius, Maximian den Constantinus Chlorus. Nach dessen Tod tritt sein Sohn Konstantin, später der Große genannt, die Herrschaft über den Westen des Römischen Reiches an. Erste Pläne für eine großzügige Kaiserstadt nehmen unter Maximians Regierung Formen an. Während das gesamte Ruinengelände mit den Notbauten wieder einmal eingeebnet wird, preisen römische Panegyriker die prunkvolle Stadt. Ich sehe den Circus Maximus, der, wie ich meine, mit dem Römischen wetteifert. Ich sehe Basiliken und Forum, königliche Werke. Und ich sehe den See des Justitiae, den Sitz der Gerechtigkeit, sich zu solcher Höhe emporheben, dass sie den Sternen und dem Himmel würdig und nah zu sein versprechen. Hey, das war gut. Das war so gut, dass ich diesen Text im Jahre 310 aufschreiben werde. Und dann entstehe ich. Eine fast prägefrische Bronzemünze mit Severus II., gefunden in meiner Vorhalle, datiert meine Gründung um 305 nach Christus. Ebenso Ziegel mit den Stempelaufdrucken der Firmen Adif, Armo und Capio, die zeitgleich im Kastell Deutz verwandt wurden, das sicher auf 310 nach Christus datiert werden kann. Ein Fundament aus 4 Meter dickem und 4 bis 6 Meter tiefem Klamottenbeton wird für mich gegossen. Spuren der Holzverschalung haben sich bis heute erhalten. Meine 3,40 Meter starken Mauern werden vollständig aus Ziegeln errichtet. Ziegel um Ziegel werden gemauert, 1,5 Millionen Stück, jeder 30 bis 40 Zentimeter lang, 3 bis 4 Zentimeter dick. Ebenso dick ist jede Mörtelschicht. Meine Kassettendecke besteht aus libanesischem Zedernholz und ist wie der ganze Raum reich bemalt und verziert. Die Säulen der Wandelgänge werden sogar maschinell hergestellt. So regelmäßig kann keine Manufaktur arbeiten. Ich messe 65 Meter in der Länge, 36 Meter in der Höhe und 26 Meter in der Breite. Die Porta Nigra fände problemlos Platz zwischen meinen Mauern. Keine Pfeiler, keine Säulen helfen dem Auge beim Abschätzen der Größe. Ich bin die Sedes Imperii, der Sitz des Reiches. Die Mächtigkeit meines Raumes wird zudem noch durch optische Täuschungen verstärkt. Meine Apsisfenster mit 8 Einteilungen sind niedriger als die Fenster des Langhauses mit 9. Ebenso sind die oberen Fenster der Apsis größer als die unteren. Die Bittsteller werden auf ihrem langen Weg vom Eingangsportal bis zum Thron des Kaisers, bis zu seinem prunkvollen Hofstaat von meiner Größe wahrlich eingeschüchtert.
Eisenkrampen halten Marmorplatten an den Mauern fest. Einige der Löcher stammen auch von den Befestigungen der Tubuli, der Hohlziegel, denn ich bin bis zur Höhe der ersten Fensterreihe beheizbar. Öfen an den Außenwänden, Präfurnien, wärmen den 1700 Quadratmeter großen Fußboden. Die Wärme strömt zwischen den Tausenden von Hypokaustpfeilern hindurch und zieht durch die Hohlziegel nach außen ab. Gefeuert wird mit sehr trockenem Holz oder mit Holzkohle. So gibt es kaum Rauchentwicklung. Um mich um 2 Grad zu erwärmen, muss man 48 Stunden lang einen Holzvorrat verheizen, der ein ganzes Einfamilienhaus über den Winter bringen könnte. Tausendsiebenhundert Jahre später wird mich zu winterlichen Festtagen eine elektrische Fußbodenheizung wärmen. Balkenlöcher und die Spuren zweier Außensimse sind noch zu erkennen, dort, wo die verdeckten Mauerflächen unverputzt blieben und dunkel verwitterten. Die breiten Simse ermöglichen sogar die Reinigung und Kontrolle meiner Fensterscheiben aus milchigem Alabasterglas, die heute mit mundgeblasenem Glas nachempfunden sind. Grau-weiß verputzt schimmere ich durch die Beimengung von Ziegelsplitt etwas rötlich. Meine Fensterleibungen sind mit gelbem Rankwerk, Putten und Blumen auf rotem Grund geschmückt. Zur kaiserlichen Palastaula gehören noch eine Vorhalle mit prächtigen Mosaiken, weitere Wandelhallen, gepflasterte Höfe, Säle, Gärten, eine weitere kleine Apsisaula. Es muss eine Pracht gewesen sein, mich und meine Anbauten von der Höhe aus zu erblicken. Kaiser Konstantin aber hat hier nie regiert. Bevor ich fertig werde, zieht er nach Osten und beseitigt mal wieder einen Nebenkaiser. Sein Sohn aus erster Ehe, Crispus, wird Statthalter. Der kaiserliche Vater lässt ihn ermorden. Cäsar Konstantin II. Wird von seinem jüngeren Stiefbruder Konstanz getötet. Dann kommt der Usurpator Flavius Magnus Magnentius, ein Halbgermane, an die Macht. Danach Augustus Julianus, der nach 3 Jahren Herrschaft im Krieg fällt. Trier erlebt unter Augustus Valentinian I. noch einmal eine neue kurze Blüte. Sein Nachfolger, sein Sohn Gratian, wird ermordet.
dessen Lehrer, der Dichter Ausonius, beschreibt, dass Gratian die Stadt neu belebt und vieles wieder in alter Pracht renovieren lässt. Mit Kaiser Valentinian II. Und Kaiser Theodosius beginnt der Ruhm Triers endgültig zu verblassen. Anfang des 4. Jahrhunderts zerstören Germaneneinfälle erneut die Stadt. Brandschatzungen verwüsten auch mich, ich brenne aus, die Decke verfault und stürzt ein. 485 wird Trier unter König Chlodwig fränkisch. Ein Gaugraf residiert in meinen Gemäuern, eine Kirche, die Laurentiuskirche, wird an meiner Seite gebaut. In den halb verfallenen Nebenräumen arbeiten fränkische Verwaltungsbeamte. 575 werde ich zu einer festen Burg umgewandelt. Man nimmt mir das Licht, indem man meine Fenster zumauert. In meinem Innern entstehen Einbauten und ein Hof. Karl Martell, Pippin, Karl der Große sind bei mir zu Gast. 902 schenkt König Ludwig das Kind, dem Trierer Erzbischof Radbot, die weltlichen Hoheitsrechte. 1096 suchen verfolgte Juden in meinen Mauern Schutz. Erzbischof Egilbert überredet sie zur Taufe. Alle willigen aus Todesangst ein, aber wieder in Freiheit bleiben sie, außer Rabbi Micheas, nicht lange, etwa ein Jahr, Christen. Der Zugang ist nur durch eine kleine Schlupfpforte möglich. Erzbischof Gottfried und Erzbischof Johann I. regieren. Man gräbt in der Zeit einen Stollen tief in mein Gemäuer und gewinnt so einen Weinkeller. So bleibe ich darüber hinaus lange Zeit Wohn- und Verwaltungsbau, Schatzkammer, Weinkeller, Festung, Schutzburg. Es wird weiter an mir herumgedoktert und herumgebaut. Kurfürst Johann von Schöneberg erweitert den Palastring nach Norden nach dem Ankauf und sofortigen Abriss der dortigen Häuser. Kurfürst Lothar von Metternich reißt 1614 meine Süd- und Ostwand nieder. Nur mein Apsisturm und die Westwand bleiben wegen ihrer hohen Stabilität verschont. 1615 erfolgt die Grundsteinlegung für ein fürstliches Residenzschloss. Mein Westflügel bekommt eine Renaissance-Fassade mit kleinen Fensterchen. In meinem Innern werden mehrere Stockwerke eingezogen und neue Fenster gebrochen. Kurfürst Philipp von Sötern lässt 1649 ein Archiv- und Kanzleigebäude in meiner Nachbarschaft errichten. Letztendlich beschließt Hofbaumeister Johannes Seitz, ein Lieblingsschüler Balthasar Neumanns, mich komplett zu zerstören und einzureißen. Dem Himmel sei Dank, der Kurfürst realisiert nur die Umbauten im Süden. Sonst wäre ich nicht mehr. Doch die Wirren und Entstellungen nehmen kein Ende. Während der Französischen Revolution werde ich in ein Militärlazarett umfunktioniert, dann in eine französische Großkaserne. Die Religionsfreiheit wird ausgerufen. 1810 werde ich der Stadt geschenkt. Mein Unterhalt ist der französischen Regierung zu kostspielig. 1814 sollte ich wieder einmal Unterkunft für das Militär, diesmal für die Preußen werden. Der Rote Turm, Bekleidungskammer. Dann vielleicht ein Lichtblick. Am Reformationstag, dem 31. Oktober 1817, wird zum zweiten Mal eine evangelische Gemeinde gegründet. Sie hat 162 Seelen und sie hat keinen Kirchraum. 1818 berichtet Regierungsrat von Westphalen, späterer Schwiegervater von Karl Marx, der in Trier getauft wurde, über meine weitere Verwendung als Kaserne. 1835 werde ich wieder verschenkt, diesmal an König Friedrich Wilhelm IV. Von Preußen.
Und er ist es, der den Plan verfolgt, mich, ehemals prunkvolle römische Palastaula, als evangelische Kirche wieder aufzubauen. 1846 beginnen die Bauarbeiten. Ein kunstvolles Relief von der Nikolaikirche in Potsdam schmückt meinen Giebel, bis es wegen seiner Baufälligkeit 1886 abgenommen werden muss. »1856 erwache ich in neuer Pracht.« »1859 verleiht Prinzregent Wilhelm im Namen des Königs der evangelischen Gemeinde das Recht zum gottesdienstlichen Gebrauch auf ewige Zeiten, ein Recht, das bis heute andauert und das das preußische Regiment lange überdauern sollte.« Und dann der 14. August 1944. Brandbomben zerstören mein Inneres. Aber ich überlebe auch diesen Krieg. 1947 enttrümmern mich zahlreiche freiwillige Helfer. 1948 wird, noch unter freiem Himmel, der erste Gottesdienst gehalten. 1953 setzt sich Bundespräsident Theodor Heuss zugunsten meines Neuaufbaus ein, der, so die Bauherren, rein und ohne Schmuck sein soll, ganz dem Raumeindruck ergeben. Jede Zeit hat eben ihren eigenen Stil. Und so stehe ich bis heute. Mit der Kassettendecke, die dem römischen Vorbild nachempfunden ist und die frei von einer Betonkonstruktion getragen wird, da meine Mauern dem Druck nicht mehr standhalten, sie haben sich im Laufe der Jahrhunderte schon einen halben Meter nach außen geneigt. Mit der für eine evangelische Kirche untypischen, vom Gemeinderaum sich abgrenzenden Apsis, mit dem Altarkruzifix von Albert Schilling, mit dem Kanzelmosaiken von Eugen Keller,
mit dem Osterleuchter von Rickert mit der Taufschale auf einem römischen Kapitell mit der Orgel aus der Berliner Orgelwerkstatt Karl Schuke und mit den vielen Aktivitäten und Besuchern. Manchmal tut die winterliche oder nächtliche Ruhe gut. Aber ich fühle mich trotz allem noch jung und möchte weitere tausend und abertausend Jahre bestehen.